begehrtesten Fehler sind eben, dass man sich denkt, als Rechtshänder linker Fuß nach vorne, genauso umgekehrt, völlig falsch, sondern ein seitlicher Stand ist das A und O. Also vom Frontal zum Board ginge auch, ist aber ganz, ganz schwierig. Visierst du mit beiden Augen die Fläche an, wo du hinwerfen willst? Nein, ich hab ein dominantes Auge und ein schwaches Auge. Das ist tatsächlich so, ich ziele mit links. Ich werfe jetzt mal Blanco auf 20. So, das war mit zwei Augen. Ja. Jetzt kneife ich das rechte Auge zu. Kommt da an, jetzt kneife ich das linke Auge zu. Ich habe auf die Triple 20 gezielt. Ich mache alles richtig standtechnisch, habe einen seitlichen Stand, lehne mich vor und dann werfe ich so, dass eigentlich der Pfeil gar nicht in meinem Blickwinkel ist. In der Regel ist es, wenn man halt wirklich diesen festen Stand hat, sein Ziel immer klar im Visier hat und eigentlich fest durchzieht, dann kann nicht viel schief gehen. Auch nicht. Genauso ist es ein Irrtum, nah ans Board zu gehen. Also wir können gerne nah ans Board gehen, du triffst dadurch nicht besser. Du triffst zwar schon, aber du wirst nicht in Perfektion treffen. 2,37 Meter, da hat sich schon jemand was bei gedacht, dass der Abstand immer gleich ist, weil der Pfeil so eigentlich ideal seine Flugkurve kriegt.